Wochenende startet das große Barbenturnier von RF4. Ihr habt euch da angemeldet, ihr sucht die Barbe am Bernsteinsee zum Beispiel, dann ab hier zum Einerspot durchaus eine Möglichkeit, na der ist wieder abgehauen, durchaus eine Möglichkeit hier Barben zu fangen auf dem Einser mit natürlich tendenziell fischigen Ködern. Wie genau und welche Köderkombis ganz gut funktionieren, zeige ich dir. So, wieder rausgeworfen auf 35 Meter, so wie fast überall hier. Und ab geht es. Und ich teste jetzt hier gerade oder teste hier auch schon ein bisschen länger hier gerade an der Stelle verschiedene muschelige, fischige Köderkombinationen. Und so langsam hat sich rauskristallisiert, was halt sehr gut funktioniert. Dann habe ich jetzt gerade auch nochmal im Discord mit dem Devilus gequatscht, der ja auch schon viel immer am Rumprobieren ist. Und der meinte, ja, Alden, probier doch nochmal hier auf Tintenfisch mit Lachs in Kombination. Auch das liefert tatsächlich ganz gut. So, mal wieder raus hier auf 35. Zack. Und ja, dann ging es halt jetzt gerade los mit den ersten paar Barben. Hier die Barbe, jetzt die etwas größere, war auf Atlantischen Lachs 18 Pellet und Tintenfisch Oktopus 15. Habe ich hier auf diesem Set, gehen wir natürlich gleich alles im Detail nochmal drauf ein. Hier jetzt gerade nochmal umgestellt auf Kaviar, müsste das jetzt hier gerade sein. Gucken wir mal, aber das wirkt mir hier gerade schon recht groß. Also, die Barben müssen ja, wenn ihr euch da angemeldet habt im Turnier, es zählt ja die größte Barbe natürlich, die gefangen wird. Und jeder im Team muss eine Barbe fangen. Das heißt also, irgendwie muss man sich ja zumindest schon mal absichern und Hauptsache erstmal für jeden eine Barbe im Kescher haben. Das ist doch das A und O. Was danach kommt, ja, danach kommt dann die Kür, danach geht es darum, dass man sich die feisten Brocken holt. Aber Hauptsache, man fängt erstmal was. Und dazu kann man natürlich dann auch schön die Barben-Futtermischen kombinieren. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Ich hatte hier ein PVA zusammengebaut. Und zwar ist das Barbe Bernie Fischig. Auch da gucken wir gerade nochmal eben rein. Und das Ganze ist jetzt quasi wie die Original-Barbenmische. Es ist quasi eine Barbenmische Plus. Und zwar haben wir hier die Sonnenblumenkerne drin. Dann habe ich hier Muschelfeeds mit drin. Ich habe Lachs geschreddert. 14er Lachs gemahlen sozusagen mit drin. Und Tintenfisch auch noch mit drin. Lehm mit dabei für die Barben, dass sie schön ein bisschen grundeln können. Und das Ganze auch nochmal wieder mit Lachs kombiniert. Kaviar statt Muschel würde ich jetzt, glaube ich, eher reinmachen, wenn man dann doch eher mit Kaviar dran geht. Muschel vielleicht eher eine Kombination, um das hier anzuwenden für den Bärensee. Auch da ist es ja möglich, dann auf Barbe zu gehen. Wobei eben auch am Bärensee gibt es ja verschiedene Spots, wo die Barbe sehr gut eben auch funktioniert. Einfach nur mit Käse. Übrigens auch dazu, beziehungsweise zu beiden Gewässern, gibt es im Discord natürlich für noch verschiedene Posts und Beiträge. Das heißt, wenn ihr da was sucht, einfach mal unterm Video gucken, da ist der Link zum Discord, wo da verschiedenste Lümmels probiert haben, die Barbe zu fangen. Und sie wurde gefangen, eben auch in den verschiedensten Größen, an den verschiedensten Gewässern. Zack! Nochmal eine kleine Barbe reingeballert, sehr schön. In dem Fall jetzt hier nochmal auf einem Einserhaken. Ich gehe nochmal im Detail drauf ein. Einserhaken, vielleicht kann man sogar nochmal eine Nummer größer gehen, wenn man hier das Maximum rausholen will. Und jetzt hier nochmal auf Kaviar. Ne, hier war der Kaviar drauf. Na, das ist doch super. Kaviar 16 Pop-Up. Gerade noch von gesprochen, der Devilus. Sehr schön. Kaviar 16 Pop-Up. Kaviar Rot eigentlich, aber das war jetzt Kaviar Gelb, hat auch funktioniert. Suchen wir uns auch nochmal raus. Das heißt, ich habe ja jetzt gerade zweimal Kaviar, schwarzer Kaviar und die Mische. Jetzt müssen wir gerade mal eben gucken. Jetzt habe ich, glaube ich, hier zu viel Kaviar und eins vergessen. Ja, ich habe hier zu viel Kaviar jetzt
Und hier habe ich die andere Kombination, und zwar Atlantischer Lachs 18. Das ist jetzt hier übrigens klassische Haarmontage. Das andere sind beides die Pop-Up Rigs. Klassische Haarmontage, Tintenfisch Octopus, nicht ganz zu groß gehen. 18er könnte schon knapp werden, aber wir wollen ja die Brocken. Und dann hier mit Tintenfisch Mische und Tintenfisch Soße. Das Ganze ist hier alles mit dem gleichen PVA. Und das Ding baue ich jetzt hier auch nochmal eben um. Und zwar auch nochmal eben hier in diese Kombination. Also Lachs und Tintenfisch, aber dann Pop-Up. Also gucken wir mal eben nach Lachs. Wir könnten auch dieses hier nehmen, Lachs und Kräuter. Ich nehme mal hier den 16er Pop-Up. Und dann nehmen wir auch hier Tintenfisch, Pop-Up Mais. Auch da gehen wir mal auf Rot. Und auch hier gehen wir dann auf, nehmen wir mal Tintenfisch. So, und dann bleibt das alles sonst hier. Tintenfisch, Fischmische, genau. Und wieder raus damit. Futtermische, ja, ich glaube, ich bin so langsam am Limit. Mehr Bällchen sollte ich, glaube ich, jetzt PVA, sollte ich nicht mehr rauswerfen. Langt so langsam. So, und dann haben wir hier auf dem 1er-Spot eigentlich eine ganz gute Stelle, um erstmal schon mal die Basics rauszuziehen. Barben-Trophy habe ich hier auch schon gefangen, ist allerdings schon ein bisschen was her, aber das funktioniert, und vor allem funktioniert es eigentlich recht gut, wenn man eben ja so ein bisschen gezielt die klassische Barben-Futtermische, wie man sie halt standardmäßig hier kennt, wenn man die nimmt. Und dann hat man ja hier noch Komponenten quasi frei. Man kann natürlich einmal noch die Soße ändern, die der Geschmacksrichtung der Boilies anpassen. Und hier dann natürlich auch nochmal zwei Komponenten mit dazu mixen, die dann eher in die Richtung der Boilies gehen. Und dann hat man hier eigentlich eine richtig schön ausgewogene Barbenmische. Natürlich dann hier nicht unbedingt als Bällchen, sondern für die Trockenmische. Und damit lübt das dann eigentlich ganz gut mit den Barben. Oder sollte es zumindest. Hoffen wir es mal, ne? Ja, wenn ihr natürlich nicht mitmacht beim Turnier, ist es ja auch nicht schlimm. Barbe fängt sich ja auch so immer wieder ganz gut. Es gibt natürlich gerade ganz wilde Stellen hier an dem Gewässer, die halt super krass liefern. Aber wenn man halt mit einem nicht ganz so schweren Setup hier vielleicht unterwegs ist, vielleicht mit der HSV oder sowas, dann ist auch diese Stelle hier richtig gut zu beangeln, zumal eben die Fische nicht so weit abhauen können. Man kann sie quasi hier in diesem Rondell so ein bisschen einfangen und zusehen, dass die eben nicht da hinten ins Offene abhauen und man quasi nicht mehr hinterherkommt, sondern man drillt sie quasi da hinten in die Ecke rein. So, immer so ein bisschen rüberziehen. Und dann lübt das auch ganz gut, auch wenn man, wie gesagt, hier noch nicht ganz so ein schweres Setup hat oder einfach auch gezielt auf die Barbe aus ist. Kann man ja auch machen. Da haben wir nochmal den Zeil, oder ist es ein gerahmter? Zeil und gerahmte natürlich dann auch hier auf Fischig gerade ganz gut. Bringen auch übelst gut XP und Silber. Lohnt sich also auch. Und da geht der nächste hier gerade rein. Jawohl. Ein gerahmter, sehr schön. Immer richtig schön in den Blank reindrücken, dass der Fisch schön gegen die Power der Rute auch noch ankämpfen muss und nicht nur über die Rolle quasi rangezogen wird. So, und natürlich ordentlich keschern. Gerahmter mit 6. Jetzt nehmen wir mal hier die Futtermische runter so langsam. Ich glaube, ich habe schon ja über, auf jeden Fall über 10 Bällchen im Wasser. So, natürlich mit der Futterrakete auch alles machbar. Hier auf 35 Meter geklippt. Zack, und der nächste könnte eine Barbe sein, weil es sich relativ leicht wieder einziehen lässt. Und ist eine Barbe, genau. Schön stromlinienförmig. Klein, aber immerhin Barbe. Dann wäre der erste Drops doch schon mal gelutscht. Und vielleicht findet man noch ein bisschen besseres Wetter und ein bisschen größeren Haken vielleicht noch ein bisschen dran rumtüdeln und kommt dann doch in den Genuss, hier eine richtig schön feiste Barbe abzuziehen. Wäre doch der Oberhammer. Oder man sagt, der Schwächste im Team versucht es hier an der Stelle oder vielleicht am Bärensee mit Käse und solchen Sachen. Und die etwas Stärkeren versuchen es dann noch an anderen Spots. So, soweit dazu.
Petri Illümmels. Toi, toi, toi. Viel Erfolg beim Bestreiten des Turniers oder einfach beim Nachangeln hier an der Stelle. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.